Wie man da im Hintergrund sieht, sind wir ja auf der Buchheben bereits im Winterbetrieb. Und ich glaube, eine besondere Situation heuer, nachdem wir noch österreichweit im Lockdown sind, dass das Skifahren aber erlaubt ist, dass Bewegung im Freien, in der Natur, ja nicht nur der körperlichen, sondern auch der geistigen und der seelischen Gesundheit gut tut. Und gerade auf der Buchheben haben wir auch die Skimittelschule und die Skitourismusschule schon die Möglichkeit zum Trainieren genützt. Und glaube ich, gerade am Wochenende hat man gesehen, dass die Kinder entsprechende Freude am Spaß im Schnee haben. Wie sind zurzeit die Bedingungen für die Benutzung der Seilbahnen? Ist es ja erforderlich, dass man einen 2G-Nachweis vorlegt. Das heißt, man muss geimpft oder genesen sein. Und es gilt FFP2-Maskenpflicht für die Benutzung der Seilbahnen, aber auch in geschlossenen Räumen oder bei Sesselbahnen mit Abdeckhauben. Wie schaut es mit den weiteren Öffnungsschritten aus? Wir werden ab Mittwoch, 8. Dezember, zusätzlich die Stumblerkugelbahn und die Schlossalmbahn in Betrieb nehmen. Und nachdem jetzt ja eine sehr erfreuliche Schneesituation ist, wird es auch möglich sein, die Abfahrten bis ins Tal zu genießen. Als besonderes Angebot für die Pistentourengeher haben wir auch am Graukogel eine Abfahrt vom Berg bis ins Tal präpariert. Das heißt, auch all jene, die sich mit dem Tiefschnee ein bisschen schwer tun, haben die Möglichkeit, mit oder auf einer präparierten Piste bis ins Tal zu fahren. Und als besonderes Zuckerl wird auf der Schlossalm auch die Rodelbahn Aeroplan in Betrieb gehen. Das ist eigentlich für diese Jahreszeit eher außergewöhnlich, aber wir haben ja wirklich eine schöne, herrliche Winterstimmung. Und deshalb gerade für Familien oder mit den Kindern, dass auch die Rodelbahn bereits genutzt werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website. Schauen Sie nach unter skigerstein.com. Viel Spaß im Schnee. Ski heil!